Der ISWO empfiehlt ein Paulaner Hefeweizen. Eigentlich hätte er sagen müssen, probier mal das Stuttgarter Hofbräu. Aber schon heute, als ich im Laden das nur angeguckt habe, da ist ihm schon der Brechreiz langsam hochgekommen. Er hat gesagt, kannst du nicht trinken, mach das nicht. Warning. The stunts in this movie were performed by professionals. So for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Das ist neue Folge, ne? Der ISWO, der ist schon wieder total betrunken. Sage ich einfach mal, das muss ja nicht der Wirklichkeit entsprechen. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg zu Karls Brauhaus, denn da gibt es angeblich die besten Schnitzel in the town. Ich wollte vorhin anrufen, Tisch reservieren, ging gar nicht, gab es die Nummer nicht. Ne? Dann habe ich eine Stunde später angerufen, habe gesagt, yo, ich wollte einen Tisch reservieren, haben die gesagt, nee, das geht nicht, kommst du vorbei. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal dahin, gucken mal, ob vielleicht ein Tisch frei ist. Es wurde schon gesagt, es regnet. Wir können uns ja draußen hinsetzen, da finden wir bestimmt einen Platz. Ne? Wer will schon draußen sitzen, wenn es regnet? Niemand. Aber das machen wir. Ne? Heute gibt's Schnitzel. Das alte Schloss. Hallo. Nur zur Vollständigkeit, wir wollen das mal filmen. Das ist der Brunnen. Da, guck. Da ist er. Da hinten? Da hinten. Und genau dahinter ist das Schnitzelhaus, wo wir jetzt hingehen und hoffen, dass wir das noch delikate Speisen bekommen. Und das ist nicht, weil wir denken, dass wir demnächst nichts mehr filmen können, sondern einfach nur, weil wir jetzt am Schnitzelhaus sind. Deswegen guckt euch den Brunnen an. Der ist majestätisch. Was will man da sonst sagen? Ne? Wir haben immer noch kein 5er-Raid gemacht. Wir müssen immer noch ein Raid machen. Zwei eigentlich. Aber jetzt gibt es erstmal Schnitzel. Und die Leute freuen sich auch schon. Guckt euch den Brunnen an. Ja, ihr habt schon gesehen, normalerweise, wenn ich für Nismo was filme, da ist immer das ganz klar, das Bild in der Mitte und ihr seht, was sich da tut, wenn der Brunnen sich dreht, alles eine klare Sache, aber wenn der Ramses das filmt, in seinem eigenen Blog, dann ist das ganze Bild verwackelt und dann sieht das aus, wie er aussehen will, ne? Das ist aber so. Da kann ich ja nichts dazu, ne? Guck, er macht schon wieder Foto. Au! In die Schnauze! Aber wir werden zurück vom Schnitzelhaus. Hallo ISWO! Ja. Entschuldigung. Wir sind jetzt angekommen an Karls Brauhaus. Und draußen ist noch Platz, weil es regnet ja ein bisschen. Aber da setzt sich keiner zu uns. Das müsst ihr bedenken. Vielleicht finden wir drinnen Platz. Wir gucken mal. Wir gehen mal kurz rein und gucken, was der Dicke vorbereitet hat. Bla 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 bla. So, nach dem langen Gefummel sind wir endlich am Tisch angekommen. Das war ein bisschen kompliziert, ein bisschen chaotisch. Jetzt warten wir eigentlich darauf, dass wir bestellen können. Wir mussten uns jetzt den Tisch mit zwei Leuten teilen. Wir gucken mal, ob wir in die Karte reingucken können. Und dann schauen wir, was es gibt. Und dann sehen wir weiter. Ich weiß noch gar nicht, was hier überhaupt los ist. Es ist ein bisschen chaotisch, wie gesagt. Wir schauen mal, wir melden uns später nochmal. Karls Brauhaus Klassiker. Was haben wir hier? Original Wiener Schnitzel, zwei zarte Schnitzel vom Kalb, in Semmelbrösel, knusprig paniert,
Dazu servieren wir Preiselbeeren, Kartoffelsalat oder Pommes. 18,90 Euro, oh mein Gott. Das große Brauhaus-Schnitzel mit Bröselpanade und Brauhaus-Pommes, 12,90 Euro. Käsespätzle, Kudenrahmgeschnetzeltes, Schweinekrustenbraten, Schweinehaxe, Käse-Eimandel, Junge, Schwabenfändel, Linsen und Spätzle mit Zetengwürstchen. So, der Iswo macht wieder einen Strich durch die Rechnung. Strich durch die Rechnung. Denn er hat das große Brauhaus-Schnitzel genommen. Eigentlich wollte ich das nehmen. Schnitzel vom Schwein mit knuspriger Bröselpanade gebacken. Dazu Brauhaus-Pommes. Weil das der Iswo jetzt genommen hat, habe ich mir doch das andere Menü reingezwiebelt. Original Wiener Schnitzel. Zwei zarte Schnitzel vom Kalb in Semmelbröseln, knusprig paniert. Dazu servieren wir Preiselbeeren und wahlweise Kartoffelsalat oder Brauhaus-Pommes. Natürlich nehmen wir die Brauhaus-Pommes. Und jetzt schauen wir mal den Unterschied zwischen dem Iswo, seinem Brauhaus-Schnitzel und meinem Wiener Schnitzel, was ja eigentlich das Normalste der Welt ist. Getränke haben wir mittlerweile auch bekommen. Einen anderen haben wir auch schon bekommen, schon zweimal. Also, wir kämpfen uns weiter durch. Wir haben sogar Knoblauchbrot noch dazu bekommen. Das sieht man hier. Knoblauchbrot für zwischendurch kann man mal mitnehmen. Ein Beilagensalat wurde auch serviert, sieht man hier. Jetzt ist mir das Würde aufs Essen draufgefallen. Die nehme ich mal kurz runter. Wir natürlich mit dem Wiener Schnitzel mit Preiselbeeren und Brauhaus-Pommes plus Zitrone. Ja, für YouTube-Videos. Macht immer so, wie es Essen schmeckt und so. So, das Schnitzel ist leer. Das ist der Becher, wo die Preiselbeeren serviert wurden. Und schmeckt man auch noch weg. Das ist Zitrone. Das Schnitzel drüber träufeln können. Oder wir essen es einfach aus. Weil wir sind Ramses der Dicke. Jetzt gibt es auch sogar noch Knoblauchbrot. Das können wir auch mal probieren. Das haben wir gar nicht gebraucht, weil die Pommes waren ja ausreichend. Das ist richtig lecker. Oh mein Gott! Easy top, easy top. Habe ich dir nur zu sagen. Aber mehr erfahrt ihr später. Müssen sie mir erstmal zwei Fünfer-Rates machen. Und es regnet. Oh mein Gott! Ja, ich check gar nichts mehr. Ich komme da so hin, sie sagt einfach so am Schalter so, ja, 19 Uhr fängt der Film an, ne? Ich sag, wie spät ist denn jetzt hier? Sie sagt so, 20.06 Uhr. Da denkst du, was? Das ist ja voll zu spät. Ich frage, wo ist denn der Kollege? Sie sagt, der ist schon durchgegangen. Was ist jetzt? Der kommt von draußen rein, der sitzt hier. Ich denk, hä? Ich denk, der ist da drin. Jetzt ist er hier. Auf jeden Fall sitzt man jetzt hier. Wieder mal alles verkackt. Danke, Iswo. Ich hab dich so lieb. Nein, alles wird gut. Was ist? Also, der Iswo sitzt jetzt hier, weil wir wollten gerade ins Kino eigentlich zu dem neuen The Rock-Film Fighting With My Family. Eigentlich ist es der neue The Page-Film. Aber The Rock hat auch so eine Nebenrolle. Aber die wollen uns nicht reinlassen und haben gesagt, und wir waren vorhin im Schnitzelhaus. Da muss ich euch sagen, geht da nicht hin, Alter. Ich sag's euch. Wir sind da reingekommen, obwohl wir gar nicht betrunken waren, haben die uns behandelt wie die letzten Assis. Normalerweise hätte ich gesagt,
Ich gebe diesem Schnitzelhaus 0 Punkte, weil das sind echt die Arschlöcher schlechthin. Aber was war dann? Das Schnitzel, ich habe so ein Wiener Schnitzel genommen und das hat geschmeckt. Das war voll lecker. Ich habe da so 2 Wiener Schnitzel gehabt, einfach nur. Hab die probiert, auch die Brauhaus-Pommes dazu. Und die waren so delicious, ich sag's euch. Da müsst ihr mal hin. Ich sag grad doch, geht da nicht hin, die sind voll die Arschlöcher. Aber trotzdem, geht da mal hin, wenn ihr kein Ambiente braucht, wenn ihr keine Bedienung braucht, wenn ihr auf alles scheißt, geht da mal hin. Dieses Knoblauchbrot, das war richtiges Brot. Und du hast das gesehen, wie das innen drin einfach raussüfft. Und das war genial, die Pommes waren genial, das Schnitzel war genial, der Salat war genial, alles war genial. Ich würde sogar nochmal hingehen, auch wenn man sich fühlt wie das letzte Arschloch, weil die Bedienung einfach so dreckig ist und der Typ am Empfang einfach so ein Bastard ist. Trotzdem, der Geschmack, das ist das Wichtigste und der hat gestimmt. Preislich, okay, kann man machen, 18 Euro noch was. Alter, das ist viel zu teuer, oder? Kann man nicht machen, geht da nicht hin. Geht hin und sagt, was seid ihr für Bastarde? Aber trotzdem, fand ich in dem Sinne, ich habe sogar nur Trinkgeld gegeben, ich bin so ein Idiot, aber das hat geschmeckt. Und das hätte ich nicht erwartet, dass es wirklich so gut ist. Aber der Iswo hat sein Wort gehalten. Er hat gesagt, das ist das beste Schnitzelhaus, sind wir hin. Und das hat auch gepasst. Was? Was? Und deswegen auf jeden Fall, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Gloria! Was? Mich kennt keiner da. Nee, was ist denn los hier? Guck mal, der Iswo ist auch am Start. Ne?